visto questo miracolo. Puoi immaginarti quell'arte. In segreto. Io sono maniaco di segreto dell'arte. Ma tu non sai resistere un artista come me. Den Vorhang öffnen. Ja, und wo ist das Pferd? Hier. Otto ist eine ganz komische Gestalt. Der ist in der Eifel auf dem Land aufgewachsen, in einem Dorf, und hat eigentlich unter den Bauernkindern gelebt. Und von daher hat er sein inneres Wissen über dieses Lachen. Und dann hat er es geschafft, irgendwann aufs Land wieder zu ziehen, in einem Bauernhof, diese Künstlerkolonie. Die war so voll mit ganz komischen, surrealen Sammelsurium, was er auf dem Land auflas. Dann bei der Renovierung von dem Bauernhof haben sie eine tote Ratte gefunden, wurde die an die Wand genagelt. Und seine Malerei wurde da auch produziert. Ja, mach ich sofort. Enno! Nein! Geld her! Oder ich erschieße sie! Puh! Traue sich ja sowieso nicht! Bumm! Ah! Er hat mich getroffen! In der Kunst sozusagen, da ist Radikalität gefragter. Im Leben ist Radikalität. Ja, sagen, führt natürlich auf Abwege. Also deshalb ist die Kunst wahrscheinlich ein gutes Feld, um radikal zu sein. Wenn man mit diesem Kunstprinzip jetzt aufs Leben einwirkt, aufs wahre Leben, ja, dann führt es eben ins Desaster. Kinder? Nee! Ich mag mich nicht anpreisen, noch Bedingungen stellen. Welche Waage wagt es? Ein Naturfreund, wie er im Buche steht. Witwer, sucht Dame, die gerne wandert. Ich? Wandern? Zu Fuß gehen? Nee. Ich will einen mit einer Porsche. Der Wandel, der dann stattgefunden hat durch das Lachen von Otto, sein Bauernhof, wenn ich da hinkam, und seine lachende Kunst, die ich dann mit ihm gemacht habe, der war so radikal, das war wie nicht mehr dieselbe Person. Das war von so tiefem Horror in so große Freude und Schaffensfreude, dass irgendetwas drängt mich, das mitzuteilen, der Familie wenigstens. Und vielleicht auch noch The Happy Few und noch mehr. Natürlich ist das für mich wichtig. Ist das für die anderen wichtig? Oh!